Hallo und herzlich willkommen zurück bei Echo. Hallo! Der Nico war da ganz hinten. Voll geil, wie man da komplett durchgucken kann. Alter, wir sind so krass einfach manchmal. So krass, Mann! So krass. Ja, wir wollten noch ein bisschen weitermachen. Und tatsächlich, Zement ist fertig. Mechanik hatten wir ja schon fertig. Und ich möchte gerne den Mechanikertisch fertigstellen. Dafür brauche ich noch ein bisschen Zeug, nämlich 7. Okay, wir brauchen noch Bauholz. Oh Gott. Das ist irgendwie doof. Haben wir nicht noch ein bisschen. Ah, hier. Okay, ich habe mich gerade gewundert. Hab gedacht, wir haben schon kein Holz mehr. So. Arbeiten wir mal durch. Yes. Wolltest du nicht meine Karre mitnehmen in der Pause? Ich habe nur eine Schaufel mitgenommen. Schäm dich. Weil meine Karre ist auch voll mit Erde. Und ich war nur auf dem Weg zu meiner und habe bei dir eine Schaufel mitgenommen. Ist nicht ganz aufgegangen, der Plan. Shit. Ich hab dir einfach meine Erde rübergekippt. Achso, ja, ich hab eh aus deiner schon rausgeschaufelt. Achso. So. Oh, ich wollte ja wieder noch was in Auftrag geben. Nämlich die Bricks. In Auftrag. In Auftrag. Oh, meine Karre ist leer. Gut, dann gehe ich noch ein bisschen Zeug sammeln und dann gebe ich die Bricks in Auftrag. Yes. Wobei, warte mal, ich habe nämlich gesehen, ich bin fast aufgestiegen und um ein bisschen. Was? Nunda quallen. Nunna. Ich habe Tarotwurzeln gefunden, die ich gerade verspeise. Oh. Ah ja. Da, das da, 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 da. So. Ich mache nur ein paar. Und was auch immer Tarotwurzeln sind. Toll, kann ich gleich wieder zurückrennen. Jetzt habe ich gerade meine Fähigkeit bekommen, ey. So. Das ist bestimmt irgendeine essbare Knolle. Ja, sowas in die Richtung, gell. So, wir brecken das ab. Und dann hau ich jetzt nochmal ordentlich Ziegelchen in die Pfanne. Ah, das sieht schon nach Ende aus. Dann brauche ich nur noch einen. Wie viel Eisen brauche ich nochmal? Viel. Nee, die 100 Eisen habe ich schon. Also. 7 Eisenbarren. Ich gehe mal ganz kurz in die Mine runter. Und habe gehört, da unten wäre noch ein bisschen Eisenerz. Boah, krass, dass das ganze Eisen weg ist. Kam mir so viel vor. Das ist das Problem. Boah. Schon krass für so einen Auftrag, ey. Ja, ne? Aber so macht dir so ein Auftrag alles kaputt, ne? Oder nimmt halt so viel auf. Ja. Nicht aber schlecht, ey. Du darfst halt auch nie vergessen, wir gehen damit so quasi eine ganze Epoche weiter, ne? Ja, ist richtig, ja. Das ist halt also so extrem verwunderlich. Ich find's halt gut gemacht, dass es irgendwie eine Grenze gibt, so, dass es nicht zu einfach ist. Ja, weil 100 Eisen ist jetzt. Also da bist du schon eine Zeit lang beschäftigt damit. Ja. Weil bist du dann auch noch damit beschäftigt, die Schlacke einzugraben, etc. Eben, eben. Ist schon in Ordnung. Jetzt krieg ich das eine Stück da nicht mit.
So, weg damit. Und jetzt sammle ich das ganze Eisenerz noch ein. So. Ich weiß nicht, wie viel ich für den nächsten Auftrag dann brauche, also für das fortgeschrittene Schmelzen. Das wird auch nochmal spannend, was wir da brauchen, ob wir auch wieder Eisen brauchen und so. Das wird bestimmt auch nochmal heftig. Am Ende brauchen wir dann Stahl oder so, oder können wir danach erst Stahl machen? Ich glaube danach erst. Okay. Glaube ich. Das kannst du erst in diesem neuen Hochofen machen. So. So, ich stelle nur 7 her. Wir müssen ein bisschen sparsam sein. Also ich will ein bisschen sparsam sein. Und jetzt gehe ich wieder für die Ziegelchen holen. Aber ich bin, wie gesagt, soweit fast, aber wirklich nur fast fertig. Mit unserem Ziegelchen. Mhm. Also das heißt danach, ich würde zwar noch immer natürlich Lehm sammeln, weil wir wissen ja jetzt, Lehm ist wertvoll. Das Leben ist wertvoll. Also habe ich auch, als ich den Berg hier abgetragen habe, hast du ja bestimmt auch gemerkt, im Lager war dann Lehm schon da. Da habe ich halt allen Lehm, den ich so beim Bergbau, Abbau gefunden habe, den habe ich halt mitgenommen und eingelagert. Perfekt. Genau. Das wäre noch, wie du das gerade auch gesagt hast, das ist immer gut mitzunehmen. Lehm kann man nie genug haben. Ich habe gedacht, da oben wäre jetzt ein Baum, den ich weghauen muss. Oh, jetzt fehlt mir. Ich bin nicht mehr weit. Sehr schön. Es ist halt super viel zum Abbauen noch. Aber das ist schön, dann haben wir halt echt direkt nebenan noch Farn und so wachsen. Ja. Das ist echt eine gute Idee halt für uns. Einfach weil wir dieser Farnsalat, der macht einen so unfassbar satt. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Oh. Was denn? Karen wollte mich nicht vorbeilassen. Böse Karen. Die mag dich wohl mittlerweile zu sehr. Ja. Ich glaube, ihr müsst euch trennen. Spätestens dann, wenn eine... Wow, hört sich das... Naja. Wenn eine motorisierte Karen da ist. Okay. Oh Gott. Ist dann einfacher, oder wie ist das? Ja, richtig, richtig. Einfacher zu handeln. Oh Gott. Eieieiei. Genau, eieieiei. Ei caramba. Hier ist ein Baum? Was macht denn der Baum hier? Oh, ich höre dich. Was? Was hörst du? Ich mag doch gar nichts. Hier ist halt nur ein Baum im Weg. So. Ein Baum weniger, der uns stören wird bei der Arbeit. Nein! 1, 2, 3. Jetzt fehlen mir echt 9 Bauholz. Oh, bitte. Oh. Der arme Nico. Muss wieder zurück. Na. Dann lasse ich auch gleich noch ein bisschen Erde in der Grube. Jo. Okay, ich kann mich nicht entscheiden zwischen hier alles weggraben oder unten Lehm abgraben. Das ist gerade echt schwierig für mich. Weil auf der einen Seite brauche ich die Erde jetzt gleich eh zum Zuschütten, also oder später. Ja. Und ja. Aber auf der anderen Seite will ich das ganze Leben haben.
Huch. Was ist denn das denn? Boah, so ein Bagger wäre jetzt geil. Mhm. Richtig wegschaufelndes Zeug. Oh ja. Okay, jetzt gehe ich hier nochmal. Klar, ich habe da noch ein bisschen Stein dabei. Stein? Oh Mann, ich weiß nicht, wie ich das am besten machen soll. Da ist schon wieder Schlacke. Ja, ja, die ist notwendig. Ja, sehr notwendig. Die ist notwendig. Was brauche ich? Ah ja, Holz. Für Holz bin ich gekommen. Und für Straßen. Oh ja, da kannst du dich bedienen. Stimmt, die Straße zu dieser einen Mine muss ich noch bauen. Hier ist überall Lehm. Ich werde jetzt ordentlich Straßen mitnehmen. Hier ist überall Lehm. Ich fühle mich wie gelähmt. Gelähmt? Mhm. Alter, nimm die Straße. Was ist mit dir? Junge. Nimm die Straße. Hallo? Nimm sie. Danke. Spackt voll rum, ey. Geht so mal gar nicht. So. Ein Wagen voll Straßen. Ein Wagen voll Lehm und Zeug. Jetzt geht der Weg Richtung Strandhütte los. Der Donnel ist fertig. Der Donnel. Sehr schön. Ich muss mir das... Das wollte ich jetzt schon letzte Folge schauen. Ich fahre jetzt mal in deine Richtung. Jetzt schauen wir uns das mal an. Ach du Scheiße, diese Lehm. Lehmdinger hier. Wow, was ist denn das für eine Eingangsstraße hier? Meine Güte. Wow. Wuhu. Das sieht echt geil aus. Meine Güte. Das ist echt schick. Nice. Nice. So. Oh, jetzt muss ich wieder so viel Erde klatschen, ey. Mhm. So. Oh Gott, hier ist auch noch Lehm, ha? Huh? Nee. Ich überlege mir mittlerweile, ob ich wirklich all das Lehm jetzt sammeln will. Oder ob wir... Ja, wobei, du willst ja Felder drüber bauen, ne? Ja, also nicht viele, weil was kommt da hin? Papaya fahren, also wenn da drei, wenn wir es schaffen, sechs, dass wir halt jeweils zwei Felder von jedem haben oder so. Weil meine Überlegung wäre natürlich jetzt zu sagen, irgendwann, wenn der Bagger da ist. So. Machen wir das mal richtig, richtig wegklatschen, das Zeug. Ja. Du weißt schon so richtig mit Links-Rechts-Kombination. Das wäre nämlich gar nicht mal so schlecht. Weil es geht echt tief runter. Ich würde das jetzt auch einfach mal so stehen lassen. Dass wir das so machen, weil... Alter, ich gehe sonst ein. Jo. So. Das geht bis da. Und dann geht's runter. Mm. Kann ich da schon runter? Ich glaube, ich gehe hier schon ein runter. Oder, wenn wir jetzt noch nicht die Felder machen wollen, können wir das vielleicht nochmal offen lassen. Vielleicht brauchen wir den Lehm ja. Ja, ja, klar. Könnte auch sein. Dass wir da halt schon mal so eine kleine Lehmgrube halt eben jetzt einfach mal offen lassen, falls wir die wieder brauchen. Ja. Wir könnten zum Beispiel das Wohnhaus aus Ziegel bauen. Dann haben wir das Arbeitszimmer aus Holz
das eine aus Stein, der Schmelzofenzimmer, die Küche aus Bauholz und das Wohn-, Schlafzimmer, wie auch immer, haben wir dann aus Ziegeln. Das wäre nicht schlecht. Sag mal. Ach nee, alles gut. Ja, das wäre gar nicht mal so schlecht, Nico. Fände ich auch nicht schlecht. Nee, das könnten wir echt so machen. Ich habe viel zu wenig Steinrampen gebaut. Ah. Weil ich brauche ja pro Abgang 3 Stück. Ja, okay. Pro Abgang. Pro Abgang. Also bei mir ist jetzt so, ich weiß nicht, was ich weitermachen soll für den Moment. Hat einfach den Grund, wie gesagt, diese Lehmmine. Wobei, warte mal. Wir machen es mal ganz schlau. Ich habe eine Idee. Aber ganz schlau. Ich mache das mal so. Ich baue einen Durchgang, weil das scheint so eine zusammenhängende Sache zu sein. Okay. Ich baue einen Durchgang quasi unten. Zur Mine, die jetzt ins Arbeitszimmer führt, oder was? Nee. Nico. Wo baust du hin? Oh, jetzt habe ich was gesagt. Das wäre nicht schlecht. Das würde ich sogar schaffen. Also, was ich machen wollte, ist die beiden Lehmgruben, die ich jetzt hier habe. Ach so, die miteinander verbinden. Genau. Aber jetzt hast du mir eigentlich einen Grund geliefert, mehr zu machen. Ups. Ich glaube, das wird unser Plan sein heute. Ich brauche Erde. Willst du? Ich habe einen ganzen Wagen voll. Straße aufschütten. Das kannst du. Genau, das wäre hier der Durchgang. So. So. Nee, mal ehrlich, ich komme mal echt schnell vorbei. Ja. Aber ich krieg leider nicht viel rein. Ich nehme mal jetzt eine Schaufel mit, aber das hilft dir hoffentlich auch ein bisschen. Ich würde am liebsten sagen, nimm meinen Wagen mit, aber. Ja, okay, ob ich so viel brauche. Bitte. Ich schau mal, ob das jetzt so klappt, wie ich denke. Oh, ich muss dann bald mal was futtern. Futtern? Futtern. So. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob ich irgendwann auf meine Mine stoße. So. Auf unsere kleine Mine da hinten. Weil das wäre natürlich genial. Lehmgrube verbinden mit dem. Sieht keiner mehr. Mist. Oh, okay, ich brauche noch Schaufel. Ah, mein Ohr juckt. Das Ohr. Okay, jetzt kommt ein anderer Stein. Oh, Alter, ey. Die Rampen sind aufwendig. Aufwendig. Wenn das jetzt... Oh, das könnte sogar klappen.
krass. Ich glaube, meine Idee geht sogar richtig gut auf. Nico, hast du nicht gesagt, du willst ein paar Sachen mitnehmen? Nico? Hallo? Wo gräbt er sich schon wieder hin? Schau ihn dir an. Wir haben doch gesagt, wir verbinden das. Da steht mir und denkt sich auch so, Alter, du bist doch bekloppt. Alter, Junge. Ich bin inkognito unterwegs. Ja, ich nehme dir ein bisschen Erde mit. Danke. Du hast doch gesagt, ich soll das verbinden. 40 Stück habe ich jetzt dabei. Danke. Wow, ey. Was denn? Ich habe gedacht, das war dein Plan. Was? Deswegen habe ich das erst ausgesprochen. Nee, jetzt ist mein Plan. Ja, habe ich auch gemerkt. Das ist gar nicht, was du hast. Ich finde den Plan gut. Kam auch von dir, also. Ui, 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 ui. Oh, wie geil. Perfekt getroffen. Echt jetzt? Oh, wie geil. Oh, das ist der perfekte Übergang rüber. Ich puste zu sehr ins Mikro. Perfekter Übergang, wo unsere Schlacke steht. Ah, okay. Oh, ist das geil. Okay, ciao. Danke, Nico. Danke für den Tipp. Das hat nicht lange gedauert. Ich merke schon, wenn du jetzt schon fertig bist, ey. Du kannst gerne mit meiner Erde wiederkommen. Das glaube ich jetzt aber nicht. Wie? Ich dachte, die Erde wäre nur... Okay, dann halt nicht. Wieso kann ich das nicht platzieren? Und jetzt? Oder ist das hier zu viel? Okay, ich muss tatsächlich die komplette Grube zumachen, was aber nicht bedeutet, dass wir nicht wissen, wo es ist. Geht leider doch nicht anders. Schade. Das war falsch gegraben. Was? Du hast falsch gegraben? Hast du falsch gegraben? Nico? Hallo? Ja. Lebst aber du? Nicht schlimm, nicht schlimm. Okay. Du machst mir Angst. Ja, so ist schön. Schön! Sehr schön. So. Ursprünglich wollten wir mal ein Loch zu machen. Jetzt muss ich um jedes Stück Erde kämpfen. Das ist wirklich so. Ich muss wirklich jetzt... Was mache ich denn? ...gucken, dass ich hinkomme mit dem Zeug. Da kommt ja eine Rampe hin. Da kommt die nächste Rampe hin. Jo. Okay. Schön. Nico, schön. Ja. Schön, Frage. Schön? Wie, was? Hast du schön hinbekommen? Ja. Sehr schön. Sehr schön. Aber ich brauche noch 5 Rampen. Okay. Yeah. Die musst du dir leider herstellen. Ich grabe zu tief, ich sehe es wieder. Oh mein. Gib mir die Erde. Ich mache hier gerade alles zu. So, wenn wir später Ton suchen... Wissen wir ganz genau, wo es ist. Jo. Okay. So.
So, da habe ich nur Steinstraßen, die brauche ich gleich. Aber ich brauche jetzt erstmal 5 Rampen. Rumps. Ramps. Keine Trumps, sondern Rumps. Nein. Nein, 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 nein. No. No. No, this is not good. Essen. Ich muss was essen. Guter Lagerfeuerbraten hinterher. Jawoll. Gib dir. So, Stone Ramps. Stone. Wir haben keinen Stone, das glaube ich aber nicht, oder? Du musst dir welchen herstellen wahrscheinlich. Es gibt genug. Nur nicht angeschlossen. Oder so. Fast okay, ich stelle jetzt einfach mal 18 her, Kaiser. Mach mal welche. Hauptsache, wir haben welche da, ja. Meine Güte. Diese Aufgabe hier, Nico, das war jetzt... So, die 5 Stück nehme ich aber gleich mal mit. Nico hat mir voll die harte Aufgabe gegeben. Einfach nur buddeln. Aber du weißt ein ja, Floh habe ich ihm ins Ohr gesetzt. Willst du nicht das und das verbinden? What? Okay, mache ich. Challenge, hold my beer. Ja, hold my beer. Was? Ich sollte deinen Bären halten? Hallo, wieso baut jetzt die Straße nicht? So. Ja, es ist vollbracht. Schön. Oh, ich bin so. Wie sieht das folgenmäßig so aus? Wir haben noch ein paar Minütchen, ja. Okay, okay, okay. Karen, mitkommen. Was? So. Was haben wir hier Gutes? Agaven. Oh ja. Agaven haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Ja, doch schon, aber die wachsen bei uns oben noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Das Wurzelwerk ist zu stark, dagegen gibt es nur eine Lösung. Bäume hacken. Timmy! Für mich sagt er immer noch Timmy. Der arme Timmy. Ja, das stimmt, aber echt der arme Timmy, Alter, wo dem Labor voll so. Ach, Mann, Mann, Mann. Ja, weißt du auch, Timmy. Wo ja, dem Labor voll als Versuchskaninchen benutzt wurde. Ja. Und ist dann voll verrückt geworden. Ja, aber wir haben ihn doch gerettet. Und der ist aber trotzdem verrückt geworden. Ja, okay, so ein bisschen. Weil man sieht es doch, wenn man in den Spiegel guckt und dann so. Nee, das war doch Dings. Das war doch sein Arm oder so. Ja, ja, irgendwie sowas. Der da so komisch vibriert hat. Wie so ein Smartphone. Ey. Das wird so heftig, Junge. Meinst du der zweite Teil? Ja, ich hoffe es zumindest. Von The Forest. Ja. Ich hoffe, das wird so geil wie der erste. Oh ja, das hoffe ich auch, ey. Das erste Teil war überragend. Ja, weil es auch ein Story war geil, Bauen war geil, Survival war geil, Kämpfen hat mega Spaß gemacht. Ja. Aber so ein Spiel nochmal, das wird zu schwierig sein. Wenn sie wenigstens so ein gleich gutes Spiel wieder machen würden, wäre ich super zufrieden. Ja, ich auch. Mega. Ja. Oh, mein Machini. Oh, my lord. Table. Mein Kammer's Table ist fertig. So, wir sagten sie, wir brauchen Holz. Brauchen wir immer noch Holz? Nicht mehr so sehr. Okay. Nico? Ja? Wir brauchen einen besseren Raum. Sonst kann ich nichts bauen. Was willst du denn bauen?
Ich könnte eine Dampfmaschine bauen. Ja, klar, was sonst? Oder eine Fertigungsstraße oder eine tragbare Dampfmaschine. Was müssen wir... Upsala. Das heißt, wir müssen Ziegel bauen, oder? Oder, dieses, oder die Bretter. Also entweder müssen wir jetzt oder Holz dat. Hacken. Wir könnten Ölbohrungen bald machen. Just saying. Hört sich vernünftig an. Habe ich auch gehört. Oh, und das neue Rezept ist fertig. Fortgeschrittenes Schmelzen. Ich bin hier noch mit meiner Straße beschäftigt. Oh, wie süß. Der Nico mit seiner Straße. Okay, aber den Baum muss ich fällen, der steht im Weg. Weißt du, andere Menschen, die schaffen es irgendwie, riesig große Bauwerke zu bauen. Und Nico sagt dann halt, ja, hier. Aber wie kommst du zu diesen Bauwerken? Durch eine Fertigungsstraße, die brauchen wir. Nein. Also ja, aber nein. Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Oh Gott, ich habe Angst. Huch. Komm mal runter von deinem hohen Ross. Du blöder Karren. Der flippt hier so rum. Der ist zu groß. Ach, du willst mich doch mal verarschen. Bist du groß? Das Stück Bäumchen. Einfach. Das klang nämlich ein bisschen pervers. Pervers. So, Bin auch mal nicht fertig mit dem Graben hier. Ich hab noch immer nicht den Berg abgetragen. Ich fange gleich an zu weinen. Puh, so. Also es wird wahrscheinlich so sein, dass ich den offscreen komplett raushaue. Ich werde auch offscreen die Straße zu Ende klatschen. Aber die Fischerhütte, die würde ich, glaube ich, in der Aufnahme bauen wollen. Und ja, dekorieren. Ich, ja. Und vor allem, ich habe mir gedacht, ich möchte vielleicht einen Steg ins Wasser bauen. Ja, das ist das cool? Das sieht echt cool dann aus. Aber das muss erstmal gemacht werden. Ja. Ja, ich muss halt echt gucken, wie ich das hier mache, weil das ist auch so viel Erde klatschen. Ja, ich habe letztes Mal offscreen 6 Stunden Erde geklatscht, bis das Loch dazu war. Alter. Bis der eine Berg über dem Tunnel quasi weg war und der dann unten dran war. Ja, ja, war ein bisschen. Da hast du ein bisschen geklatscht, ja. Mhm. Aber keinen Beifall. Nee, wirklich nicht. Nee, jo. Aber ich bin ein ganz gutes Stück vorangekommen. Ich auch. Ich schau jetzt mal bei dir vorbei. Mhm. Ah, der Tunnel gefällt mir. Den machen wir irgendwann mal breiter und dann machen wir Lämpchen hin und brutal. Okay, Nico. Wo bist denn du? Ich bin gerade am Erde aufschütten. Aber wo? Hör dich nicht. Nö, da, wo du vorhin aufgeschüttet hast, fast. Jetzt bin ich aber gerade fertig. Ach, da ist er ja. Ja, ich habe gerade Holz gefunden in der Prärie. Guck mal, hier kannst du wundervoll Zeug anbauen. Ja, Mann, saugut. Das werde ich dann dementsprechend erweitern. Und dann ja. Papaya, Ananas und Farn. Farn! Farn. Ja, ich werde hier noch richtig ausrasten müssen. Also ich werde versuchen, so bis hierhin zu gehen, denke ich. Mhm. Ne, weil hier ist dann auch schon wieder der Fluss. Der Fluss, sag ich. Oh, der See. Der See. Ja. Ne, boah, heftig, was wir schon wieder geschaffen haben eigentlich. Ja, ne? Richtig coole Nummer.
Alter, ich will mir jetzt noch deinen Tunnel angucken. Den habe ich noch nicht komplett gesehen. Ja, und meine Steinrampe nach unten ist auch schon. Also die erste, die zweite folgt noch. Mhm. Auf dem Weg klaue ich mir noch ein paar Tomätschen. So. Ja, nice. Sind wir ja fast unten. Ja. Es fehlt jetzt nur noch hier dann. Also die nächste Rampe kommt ja dann hier hin. Und ja. Hier. Und dann sind wir unten. Und dann baue ich. Also ich möchte dann ja hier so die Felder. Und vor allem hier das Hüttchen. Und hier den Steg raus. Oh ja. Voll warte geil mal. An dem Steg. Dann schön chillen, ein bisschen angeln. Warte mal. Ah. Willst du die Golden Gate Bridge bauen, oder? Ja, auch. Ich habe Seetank gefunden. Ah. Das ist alles Seetank. Ist darüber. Okay. Ja, das kann man ja dann hier schön holen. Oh ja. Und ja, ich habe gedacht, ich baue die Golden Gate Bridge, aber unterirdisch. Das wäre so typisch ich. Ja, nice. Ja. Guck mal, da hinten ist ein Otter. Wird mega hübsch. Ja, habe ich gesehen. Hey. Hab ihn nicht getroffen. Schau mal, wie süß der ist. Nein, das kann ich nicht. Sniper Shot. Na, schade. Ja. Lass die armen Otterchen in Ruhe. Ja, gut. Ich habe gedacht, ich knall uns was auf den Grill wieder, aber. Ja, wir haben ja nicht genug. Nein. Ah, nice. Ja, meine jo. Güte. Dann sehen nimmt wir uns. Formen an. Was? Es nimmt Formen an. Jo, es nimmt Form an und es wird eine richtig krasse Stadt werden, hoffentlich. So eine kleine. Yep. Gut, Nico. Sau cool. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, gell? Würde ich auch sagen. Bis denn. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. We'll be right back.